So, Kinders, es ist wieder soweit. Die nächste Abfüllung von Volkerpedia, die er uns aus Schottland mitgebracht hat. Heute haben wir was von Springbank mit dabei. Wir gucken uns nach dem Intro an, was wir hier genau haben. Los geht's. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin heute mit euch in Campbelltown unterwegs. Ich war bei Springbank und ich habe ein Springbank Cage Bottling. Woohoo! Ja, jetzt gucken alle in die Kamera oder auf den Bildschirm und fragen sich, was ist denn ein Cage Bottling? Ja, man kann zu Springbank hinfahren, also in die Distille oder in den Shop da, und da gibt es dann halt pro Person eine Abfüllung aus so einem Einzelfass, Special Fass, keine Ahnung. Das sind die sogenannten Cage Bottlings. Ich weiß nicht genau, wie das da abläuft. Ich war noch nie da, deswegen kann ich das nicht sagen. Die Flaschen sehen auf jeden Fall so aus. Wenn man das bei Instagram mal sieht, dann sieht man auf jeden Fall, kommt mir bekannt vor. Fahrt er mal eben näher ran. Da steht sogar Duty Paid Free Sample oder sowas. Ne, nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, wie so ein Ding aussieht. Und wir haben hier die Flasche aus Warehouse 1. Rotation Number ist 463. Keine Ahnung, was das heißt. Es ist Springbank und es ist ein Sherry Reacher Fass gewesen mit 58,4% und es ist, jetzt verstehe ich das. Und es ist 7 Jahre alt und ist vom 14.07.2014 wurde es gebrannt und abgefüllt am 18.03.2022. Also 7 Jahre alt. Ich war ein bisschen verwundert, weil hier hinten drauf steht Springbank Cage Bottle Up. Und da steht hier also bis 11 Jahre. Ne? Kostenpunkt 60 Pfund. So, und da soll noch mal einer erzählen, dass die Preise von Springbank in Schottland übertrieben sind. Sind sie nämlich nicht. Die sind nämlich nur in Deutschland so hoch, habe ich das Gefühl. Oder in irgendwelchen anderen Ländern. Aber dort nicht, wie ich jetzt schon von vielen Leuten gehört habe. Gut, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass Volker da war. Volker hatte sich die Flasche, glaube ich, für sich selber geholt und danach irgendwann gesagt, nee, das geht nicht. Das ist ja so eine Art Once-in-a-Lifetime-Whisky. Den müssen wir mit der Community uns angucken und deswegen habe ich die Buddel hier. Ich will mal hier das Ding wieder dranhängen. Hier, könnt mal hier gucken, hier steht Campbelltown Malts drauf. Mal kurz gucken, kann man das sehen? Ja, das kann man, glaube ich, sehen. Ja, er stellt jetzt scharf. Ja, Campbelltown Malts. Und da ist auch unterschrieben, wer das halt abgefüllt hat. Das hänge ich mal wieder hier dran. Die Buddel geht nämlich nach dem Video auch wieder zurück zum Volker. So, ja. Springbank Cage Bottling. Ich bin begeistert und freue mich tierisch, dass ich das heute mal probieren darf. Weil, wie gesagt, ich habe sowas noch nie im Glas gehabt. Und von vielen weiß ich halt, dass das ja quasi eine einmalige Sache ist, dass man da halt eine Buddel mal mitnehmen kann. Aber wenn man dann zum Beispiel, es gibt ja auch Leute, die nehmen dann da eine mit und die verkaufen die, dann kriegst du so eine Buddel halt nicht unter 300, 400 Euro. Das finde ich dann für so einen 7 Jahre alten Springbank, egal ob der fast stark ist oder nicht, ein bisschen teuer. Ne? Gut, ja, viel mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Wie gesagt, es ist ein Sherry-Fass anscheinend. Aber was wir hier genau im Glas haben, das versuchen wir jetzt mal rauszufinden. Ich halte mal die Nase rein, wollte noch mal gucken, wie viel Prozent der jetzt hat. Ah ja, 58,4. Das müssen wir uns mal merken für gleich. Gut, Kinders, dann, ich halte mal die Nase rein, guck mal, was wir so im Glas haben. Los geht's. Oh, der schiebt aber ordentlich. Na gut, 58%, die sind jetzt halt da, ne? Ich habe auf jeden Fall Schwefel. Nicht viel, aber ein bisschen Schwefel habe ich. Also ich habe so ein bisschen Schwefel. Der hat so einen dreckigen Rauchtouch. Ich habe wieder diesen Maschinenlagerhalle, die ich gerade ausfege im Moment. Ich finde, dazu kommt irgendwie so eine rote Frucht. Ich bin mir nicht sicher, also es riecht ein bisschen wie, als wenn ich eine Erdbeere geräuchert hätte. Könnte aber auch was anderes sein. Und dazu halt dieser, es ist noch dezent, also es ist ein dezenter Schwefelmoment. Moment.
Aber ich finde, man merkt, dass er auch etwas jünger ist, weil er gibt halt schon echt Gas in der Nase, ne? Aber so langsam komme ich rein. Ja, also der hat auf jeden Fall, der hat diesen dreckigen Moment, der hat diesen dreckigen Springbank-Style, den wir mögen, der hat diesen leichten Schwefel, der hat diese Lagerhalle, der hat ein, es ist ein sehr dezenter Rauch, sage ich jetzt mal. Also ist nicht, der ist nicht permanent da, aber es ist so, der könnte vielleicht auch noch als Barrel Char durchgehen, aber ich würde mal behaupten, ach komm, wir probieren jetzt einfach mit dem Handrücken eben kurz. Auch spannend, auf dem Handrücken riecht das nach Ananas mit Rauch. Also so ein bisschen gegrillte Ananas. In der Nase, wenn ich mit dem Glas dran gehe, riecht es nach geräucherter Erdbeere. Der hat auch noch so was Anis-mäßiges. Ich muss die ganze Zeit an so irgendwie so diese Anis-Bonbons vom Weihnachtsmarkt denken. Naja. Ich hab Bock zu probieren. Slanja Kinners. Ich habe weiterhin diesen Erdbeermoment. Den würde ich aber jetzt eher in so eine. Kennt ihr Altbier mit Erdbeer? Also, es ist so eine. Das ist keine Erdbeer. Ich meine jetzt nicht so eine Altbierbowle, sondern wenn ich schon mal im Norden bin, dann trinken die ganz oft dunkles Bier mit so in Sirup eingelegten Erdbeeren. Und da muss ich gerade die ganze Zeit dran denken, weil dieses dunkle Bier hat auch so einen ganz leichten Rauchcharakter, so einen ganz leichten Röstaromencharakter. Und ich finde, diese Kombi passt gerade ganz gut zusammen. Also ich finde, es schmeckt halt so. Sehr fruchtig vor allen Dingen. Wirklich und also kein bisschen Schwefel im Geschmack. Sehr, sehr fruchtig. Der hat du hast so einen leichten pfeffrigen Moment, würde ich sagen. Aber ansonsten wirklich super fruchtiges Zeug mit diesem. Ja, mit diesem Röstaromen, mit diesem Rauch zusammen. Alkohol ist für mich okay. Also der schmeckt nicht jung oder so, aber er macht auf jeden Fall ganz krasse Abstriche im Abgang, denn der ist gefühlt sofort weg. Also da hast du nicht lange was von. Also du trinkst den, aber dafür ist er ja auch im Endeffekt gemacht. Das ist halt ein süffiger Whisky, finde ich. Schon fast zu gefährlich süffig. Hat den Springbank-Charakter, den man erwartet von Springbank, aber ist halt echt schnell weg. Also bleibt nicht lange da. Na, probier nochmal einen Schluck. Ja, ist ein süffiger Springbank Whisky. Kann man gut trinken. Aber Abgang ist halt. Also so. Weg. Hast nur am Anfang Spaß, danach nicht mehr. Das ist ein bisschen schade, aber. Aber sonst, er macht da sonst nichts falsch. Also ein junger Springbank Whisky, der schmeckt. Ist einfach. Easy Drinking, Punkt. Da muss jetzt auch nicht, muss man jetzt nicht stundenlang mit experimentieren oder sonst irgendwas. Das ist echt ein gut gemachter Springbank Whisky, den man einfach easy wegtrinken kann, der nicht teuer war. Ich finde 60 Pfund für original abgefüllte Springbank Abfüllung aus der Distille direkt Single Cask oder was weiß ich. Also da kann man auf jeden Fall nicht meckern bei dem Kurs. Ne? Also von daher, also von mir kriegt das Ding hier auf jeden Fall 4 Daumen hoch. Wie gesagt, Abgang ist ein bisschen lame. Ansonsten gefällt mir das Ding.
Ja, ich kann jetzt nicht danach fragen, ob ihr den schon mal im Glas hattet, weil die meisten vermutlich genau diese Flasche nicht im Glas gehabt haben. Wenn es denn da mal soweit ist, könnt ihr gerne einen Kommentar dazu schreiben. Ansonsten freue ich mich natürlich trotzdem über Kommentare unter meinem Video. Immer wichtig für mich, um Feedback von euch zu bekommen, wie es euch gefallen hat oder welche Erfahrungen ihr so gemacht habt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir bei Facebook, bei Instagram folgt, wenn ihr in meine WhatsApp Whisky Community Gruppe kommt oder wenn ihr meinen Kanal ab 4,90 € im Monat ein bisschen unterstützt bei Ko-fi, bei Patreon oder bei den Kanalmitgliedschaften bei YouTube. Könnt ihr direkt hier unter dem Video machen. Einfach eins davon anklicken, den Link anklicken und schon seid ihr auf der Seite und könnt euch da ein paar coole Goodies aussuchen. Ja, und jetzt würde ich sagen, wünsche euch noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.